So, hallihallo Leute und willkommen zum heutigen Opening-Video. Wir haben hier zweimal Breaker of Shadows heute erschienen. Heute waren wir sauf. Juhu, gerade gekommen. Freue mich schon drauf. Ja, wir quassen nicht lange, wir machen gleich mal auf. Das ist übrigens das erste Pack mit den neuen Booster-Verteilungen. Also wir haben jetzt nach wie vor 9 Booster pro 9 Karten pro Booster, 24 Booster pro Display. Aber was wir nicht mehr haben, ist die Seltenheitsverteilung von früher. Denn die hat sich geändert. Es gibt jetzt in jedem jedem Booster-Pack gibt es eine Holo, also Minimum eine Super Rare. Und die Chancen für die anderen Karten sind auch ein bisschen gestiegen. Wir haben das ja schon mal miteinander angeschaut. Ich habe euch da mal ein kleines Video zu hochgeladen. Falls ihr es nicht gesehen habt, werde es, wenn ich dran denke, hier irgendwo verlinken. Gut, machen wir das erste Display auf. Display ist offen, machen wir das erste Booster auf. Ich rück hier mal meinen Abfall-Eimer ein bisschen in die Nähe, weil das geht immer so wahnsinnig viel wegzuwerfen. Und los geht's. Breaker of Shadows, BOSH, das erste Booster. Da haben wir super starker Samurai, vorbereitete Verteidigung, General Jade, Künstlerkumpel Trumpfmädchen, Partitur, die musikalische Sängerin, Goyo König. Also die Rare, wie ihr es gerade seht, die ist auch weiterhin in jedem Booster dabei. So gibt es in jedem Booster mindestens eine Rare und eine Super Rare. Und Abstimmen Magier. Hui, lustig. Ich glaube, die ist sogar gut. Hochgeschwindigkeitsumstufung, Aegion, die Meeresburg. Und Karma, der Zerstörungsschwertkämpfer. Okay. Dino-Nebel, das sind die Dino-Mists, die wir im Stream schon mal gesehen haben. Brachion, ich lege die Comments mal hier hinten hin. Giranui-Samurai, General Koralle, okay. Goyo-Verteidiger, oh, eine Secret Rare. Cosmocho, wähle ein Cosmo-Monster, so kontrollierst, zerstöre es und falls du dies tust, verbanne diese Karte. Verbanne eine Karte, die dein Gegner kontrolliert oder die sich in seinem Friedhof befindet. Du kannst nur ein Cosmocho pro Spielzug aktivieren. So sieht das gute Stück aus. Richtig cool. Ich bin gar nicht sicher. Ich habe die Preise von den Karten überhaupt nicht im Kopf. Ich habe keine Ahnung, ob die was wert ist. Das wisst ihr wahrscheinlich besser als ich. Cosmo Delta Shuttle. Dracho Konfrontation. Das ist eine sehr gute Karte. Künstler Hurricane. Und Matches Spenster Schall. Ups. Nicht ganz das gleiche. Böses Booster. Fällt hier auseinander. Dabei haben wir doch Donnerstag. Da darf doch keine Montagsproduktion dabei haben. So. Oh, das Affi. Ernsthaft? Affe-Board? Konami, bitte. Monkey-Board, okay. Aber Affe-Board? Nein, nein. Nein. Regenmantelige. Aha. Dämmerungsninja Nichirin der Chunin. Zerstörungsschwert des Roboterbusters. Das sind die neuen Busterblader Monster. Die sehen für mich immer noch aus wie das Pokémon Absol. Aber naja. Da haben wir die ablehnende Wiedergeburt. Eine Rare. Und unterbrochener Kaiju-Schlummer. Hui, Kaiju. Das heißt, die Super Rares legen wir jetzt einfach mal auf den Stapel, weil da werden wir wahrscheinlich etwa gleich viel haben wie Rares. Unglückselige Sprengladung, Dino-Nebel-Aufladung und Shiranui-Samurai-Sage. Aha. Na dann. Schauen wir mal, was wir hier haben. Dann haben wir den Shiranui-Schmied, Shiranui-Samurai, superstarker Samurai General Jade, den Goyo-Kaiser, der sieht auch cool aus,
und den Dino-Nebel Rex. Shiranui-Stil-Synthese, Draco-Konfrontation. Gott, wie spricht man das aus? Al-Lumi-Rai? Raj? Keine Ahnung. Folgeflügel. Was eine coole Karte. Sieht ganz nett aus hier. Das ist ein Worm-Empfänger. Plesios. Regemantelige. Drachenbuster. Shiranui-Schmied. Das ist die Stahlkavallerie von Dinon. Genau. Oh, Basterwelpe der Zerstörungsschwertkämpfers. Die ist cool. Das sieht eben wie... Für mich sieht das eins zu eins aus wie Absol. Cosmo-Delta-Shuttle. Finstere Doriado und Aegeon die Meeresburg. Graveur de Mal. Ah, okay. Nehme ich jetzt mal an. Künstlerkumpel, Trumpfmädchen, der Chunin, dann haben wir das teuflische Nashorn, den teuflischen Nashornkrieger. Die Karte ist aber auch schon älter. Die habe ich schon mal irgendwo gesehen. Das muss ein Reprint sein, oder? Dann haben wir, die neue Atlantisch-Karte. Netabis, der Atlantische Prinz. Die ist richtig cool. Mit der können wir richtig coole, fiese Sachen machen. Wenn ihr sehen wollt, was die Karte kann, schaut euch mal die vergangenen Streams an. Wir haben sie mal gespielt. Schnoki hat mir ein Deck geschickt dazu. Das ist ein cooles Kärtchen. Falschen Stapel. Die gehört hier hin. Künstler Hurricane, Cosmo Delta Shuttle und Dino Nebel Ansturm. Also bis jetzt haben wir eine Karte für Cosmo und eine für die Atlanteans, beziehungsweise für Mermail. Dino-Nebel Ceratops, Zerstörungsschwert des Roboterbusters, Trumpfmädchen, Solo, die musikalische Sängerin, auferstandener Gaia, zorniger Ritter, okay, und Dharma, Augenmagier. Das ist so eine Art Gebetsrolle hier. Das sieht man doch so bei diesen Mönchen da in Tibet, sieht man das doch öfters mal. Naja, egal. Folgeflügel, Dino-neblige Kraftladung und Zerstörungsschwertblitz. Coole Karten hier drin. Ups. Dino-Nebel, Stegosaurier. Affe-Board, was völlig affig ist. Dino-Nebel, Ceratops. Oh, die Gitarröte. Naja, ist auch ein bisschen komisch übersetzt, aber naja, eine Gitarre und eine Schildkröte. Gitarröte, wieso nicht? Giturtle. Chimera-Tech Amoklaufdrache. Okay. Zerstörungsschwertkämpfer Fusion. Shiranui-Stil Schwalbenhieb. Drachenbindung. Hey, mit Sayarü auf dem Bild. Das ist cool. Künstler-Hurricane. Ja, das ist wieder. So. Da haben wir den General Koralle, General Jade, Stegosaurier, Zerstörungsschwert des Zauberbusters, Jitsukiro, der sternzerstörende Kaiju, und Cosmo-Schwebetruppen. Die sehen aus wie Stormtrooper. Schwarze Stormtrooper. Naja. Hoffentlich sind sie nicht genauso dämlich. Shiranui Samurai Sage, Büroboter 007, auch cool. Und Hochgeschwindigkeitsumstellung. Ich nehme mal an, die Büroboter sind nach wie vor Shortprints, oder? Dämmerungsninja Jingetsu, Schwarzflügel. Oh, Harmattan der Staub. Wusste ich gar nicht, dass es neue Blackwings gibt. Superstarker Samurai Magnet, noch ein Kaiju, und zwar Gadaria, der mysteriöse Staub-Kaiju. So ein Marionettchen. Matchespenst Kröte, Ogama. Folgeflügel, Zerstörungsschwertkämpfer Fusion. Da haben wir noch Samurai Sage und Hochgeschwindigkeitsumstellung. Umstufung. Zweitletztes Display, zweitletztes Booster. Aus der rechten Hälfte.
Zerstörungsschwert, Solo, Brachion, Koralle, Dino-Nebel, Pteran, auch cool, Dino-Nebel, Rex, Karma des Zerstörungsschwertkämpfers, Magic Spencer, Schall und Dino-Nebel, Ansturm. Dann vorbereitete Verteidigung, Samurai Magnet, Dämmerungsninja, Zeitbrechender Magier, Erleuchtungspaladin. Keine Ahnung, ob die was kann. Es ist die Coverkarte und sie sieht so richtig cool aus. Und zwar, sie kann folgendes: Es ist ein Hexer. Was ist es? Stufe 8. Falls diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird und dabei ein Magier-Pendel-Monster-Material verwendet wird, du kannst eine Zauberkarte vom Friedhof wählen, füge sie deiner Hand hinzu. Du kannst diesen Effekt von Erleuchtungspaladin nur einmal pro Spielzug verwenden. Diese Karte ein Monster, das Gegner durch Kampf zerstört. Du kannst deinem Gegner Schaden in Höhe der Grundartig eines Monsters zufügen. Ja, ganz nett. Nicht schlecht. Schwalbenhieb, Büroboter 008, Shiranui-Stil-Synthese und 007. Also doch keine Shortprint. Und das ist die kurioseste Shortprint, die ich je gesehen habe. So, jetzt Booster mögen mich heute nicht. Gehen immer so kaputt, wie sie nicht kaputt gehen sollen. So, Plesios. Das Beißchen-Schildkröte. Aha, okay. Koralle. Shiranui-Schmied. Stahlkavallerie von Dinon. Magispenster-Superbatterie. Karma. Shiranui. Und Doreado. Ich sehe gerade, das Video ist jetzt schon 12 Minuten lang. Ich glaube, wir machen das in zwei Teilen. Ich lade euch das in zwei Videos hoch. Sie kommen gleichzeitig, keine Panik. Aber dann geht es ein bisschen schneller vom Uploading. Ihr könnt das erste schon mal schauen, während das zweite hochlädt. Ceratops. Den haben wir dann Harmatan. Vorbereitete Verteidigung. Dinoster Power, der mächtige Draco-Bezwinger. Ist auch eine coole Fusion. Dachte ich mir gar nicht, dass die in Rare kommt. Ich dachte, das ist ja sicher eine Super Rare oder eine Ultra oder so. Oh, zweite Secret Rare, Jungs. Fallenstellerin Rafflesia. Eine richtig coole Xyz-Monster-Karte, mit der ihr Fallenkarten vom Deck aktivieren könnt. Richtig cool. Also haben wir zwei Secret Rares. Folgeflügel, verbotene Apokryphen. Al-Lumirai und Shiranui-Stil Synthese, nicht Schmetterling. Dann haben wir Partitur, die musikalische Sängerin, Zerstörungsschwert, Künstlerkumpel, Beißchenschildkröte, Harmatan, da haben wir einen Goyo Kaiser und nochmal einen Chimera-Tech Amok-Laufdrache. Künstler Hurricane, Dino-Nebel-Ansturm und Al-Lumirai. Partitur, Regenmantelige, Shiranui, dann haben wir einen Pteran, Dino-Nebel. Nochmal eine Kosmoschwebetruppe. Fehlerhafte Anschuldigung. Das ist ziemlich sicher eine Shortprint. Hier mit Kuribo hinter Gittern. Nee, das ist nicht Kuribo, das ist Sangan. Entschuldigung. Sangan hinter Gittern. Falls ein Gegner in seiner Hand und auf dem Spielfeld zusammen mehr Karten hat als du, wähle eine offene Karte auf dem Spielfeld. Kein Spieler kann für den Rest des Duells Karten mit dem Namen oder ihre Effekte aktivieren, außer dem gewählten Ziel. Du kannst nur eine fehlerhafte Anschuldigung pro Spielzug aktivieren. Ja, ihr seht hier Sangan und Hexe vom Schwarzen Wald. Hinter Gittern, bewacht von so einem Unterweltler. Sangan findet es nicht so lustig. Ich finde die Karte aber lustig. Ist gut. Büroboter 007, Dino-neblige Kraftladung und Shiranui-Stil Schwalbenhieb. Zerstörungsschwert, Shiranui-Samurai, Beißchenschildkröte. Dann haben wir hier noch den General Koralle, nochmal ein Kaiju. Unterbrochener Kaiju-Schlummer, Drachenbindung, Magispenster-Schall und verbotene Apokryphen.
Ja, ein affiges Affiboards, Solo, Dino-Nebel, Stegosaurier, Stahlkavallerie von Dinon, irgendwann kann ich es dann auswendig. Oha, schwarz glänzender Soldat, heiliger Soldat. Hui, neuer BLS. Haha. ja, cool. 007, Kraftladung, Zerstörungsschwert, Fusion und Dino-Nebel-Aufladung. Übrigens an dieser Stelle ganz kurz, wie immer gilt für die Karten, momentan ist nichts davon abzugeben. Wenn was abzugeben ist, schreibe ich es euch in die Kommentare rein. Ceratops, Magnet, Zerstörungsschwert, nochmal ein affiges Affiboard, Toon Buster, ja, der ist auch geil. Ist der nicht süß? Cool. Oh, Ariadne, sehr schön, das ist ein Super Rare, das ist eine richtig coole Karte. Zerstörungsschwert, Blitz, finstere Doriado und Drachenbindung. Zerstörungsschwert, super starke Samurai General Jade, Brachion, Ankunft der Buntäugigen. Oh, Twin Twister, cool, sehr schön, das ist auch eine gute Karte. Auch eine Super Rare. Verbotene Apokryphen. Kraftladung, Shiranui-Stil Synthese und Cosmo-Delta Shuttle. Wir haben noch vier Booster. Trumpfmädchen, Plesios, Magnet, Stegosaurier, dann Stahlkavallerie von Dinon. Unterbrochener Kaiju-Schlummer, Aufladung, Umstufung und Apokryphen. Ja, Apokryphen. Zerstörungsschwert des Drachenbusters, Künstlerkumpel Beißchenschildkröte, vorbereitete Verteidigung. Nochmal ein Kaiju, Gadaria und eine Ariadne. Cool. Leitende Ariadne heißt es auf Deutsch. Schall, Zerstörungsschwert, Blitz, dinoneblige Kraftladung und Büroboter 008. Zweitletztes Booster. Upsala. Partitur, Stegosaurier, der Chun, Zerstörungsschwert des Roboterbusters. Bojo Kaiser. Noch ein Zwillingstwister. Cool. Hochgeschwindigkeitsumstufung, Dino-Nebel-Aufladung und Zerstörungsschwertkämpfer-Fusion. So, letztes Booster von diesem Display. Und da haben wir Zerstörungsschwert, Brachion, Charmatan, Hochgeschwindigkeitsroid, Hagoita. Hatten wir auch noch nicht. Cool. Und Ultra Rare. Buster-Drache, wow! Wie gesagt, ich habe mich mit dem neuen Archetype noch gar nicht groß auseinandergesetzt. Ich glaube auch Schnoki war es, der mir da mal ein Deck geschickt hat. Wie immer natürlich. aber Buster-Drache sieht einfach nur geil aus. Das ist ein richtig cooles Monster. Wunderschön gezeichnet. Und den Ultra Rare sowieso. Ja, Buster-Drache. Karma, Ansturm, Ageion und Büroboter 008. So, was haben wir in diesem Display? Ihr seht sie eigentlich schon recht gut vor euch. Wir hatten Cosmocho, ein Buster-Drache in Ultra, Netapis, auch Ultra Rare, Erleuchtungspaladin Ultra Rare, Rafflesia, was war von den Super Rares? Ich kann euch die mal kurz nochmal zeigen. Twister und die Ariadne sind sicher die coolsten hier, würde ich sagen. Da hatten wir jeweils zwei, so viel es misst. Ja, genau. Ja, an sich cooles Display, coole Karten. Ja, oh, den hier haben wir vergessen. Der ist auch noch. Ja, das war's vom ersten Display. Hat jetzt doch 20 Minuten gedauert. Vergesst nicht, das zweite auch anzuschauen. Das machen wir gleich auf. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Oder aber ihr klickt oben auf dieses kleine i, das ich eigentlich immer mal wieder einblenden sollte. Und ja.
Wir sehen uns beim nächsten Opening. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo wäre auch super toll. Dann verpasst ihr die nächsten Videos nicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Display. Ciao, Leute.